Hallo, ich bin die Claudia und ich bin staatlich geprüfte Gymnastiklehrerin und unter anderem Dozentin hier an der Klein-Nessler-Schule, eine Berufsfachschule für Sport, Fitness, Gymnastik und Tanz. Ich habe euch heute ein Tabata-Workout mit dem Hula-Hoop-Reifen mitgebracht. Viel Spaß beim Schwitzen! Los geht's! Du stehst seitlich neben deinem Reifen. Gehst in einen Squat und springst in den Reifen. Los geht's, rein und wieder raus, um den Reifen herum. Schön leise landen. Achtung, wenn du auf der Seite bist, einmal umdrehen, andersrum. Rein und wieder raus. Tief gehen, schön leise landen, Bauch anspannen. Rücken lang lassen und dann bist du zwei Runden rum. Zweite Runde, schnapp dir den Reifen. Das Hulan darf natürlich immer dabei sein. Erste Runde, rechts rum. Los geht's. Bauch anspannen. Bauch anspannen. Hulan. Und die Arme. Öffnen, schließen. Öffnen, schließen. Gib Gas. Gib Gas mit dem Reifen. Und die Arme mit dazu. Öffnen, schließen. Öffnen, schließen. Ja, Bauch anspannen. Wuhu. Und nächste Runde. Du nimmst den Reifen in deine rechte Hand. Rotierst rückwärts und lange Arm und jetzt linkes Bein, Knie ab, hoch, rück, Tipp auf, hoch und rück und halte die Spannung, lass den Arm lang, spür deinen Bizeps, spür deine Schultermuskulatur, hoch und rück, Bauch ist fest, lächeln, huhu. Achtung, geschafft, links, rückwärts rotieren. Und dein rechtes Bein geht in den Knie ab. Los geht's. Rotier. Spann an. Mach den Arm richtig lang. Hoch. Rück. Zieh. Rück. Sehr gut. Gib Gas mit dem Reifen, so gut du kannst. Spür den Bizeps, den Trizeps. Zieh das Bein richtig hoch. Tipp hinten auf. Wuhu. Und stopp. Dann steig in den Reifen rein. Greif ihn von oben. Du gehst in einen Squat, wirfst den Reifen ab und fängst ihn. Los geht's. Hoch, hoch. Du wirfst und gehst tief. Werfen und tief gehen. Werfen, tief gehen. Natürlich darfst du auch den Reifen so rumgreifen, dass deine Daumen innen sind. Der Rücken ist richtig lang. Atmen. Und auf in den Endspurt. Der Reifen kommt in die rechte Hand, du rotierst horizontal und dann bleib hier in einer tiefen Squat-Position. Reifen nach oben, ich mache nochmal seitlich, der Rücken ist lang, Bauch ist fest und oben Action. Rotieren, 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 atmen und dann hol den Reifen runter, links, anderen Fuß. Du rotierst nach links, nach oben und dann komm in eine tiefe Squat-Position und halte hier. Und gib oben Gas, gib Gas, gib Gas. Falls dir der Reifen runterrollt, noch einmal starten, hoch mit dem Reifen. Schön tiefe Squat-Position, dein Bauch ist fest, der Arm ist fest, der Rücken ist lang. Und einen Hammer noch und zwar unseren Hula Hoop nach links. Starte. Fester Stand. Bauch ist angespannt. Und Action. Nochmal feste, feste Mitte. Wenn er dir nach unten rutscht, hol ihn schnell wieder nach oben. Und starte wieder neu. Ja. Yeah. So, du siehst, links ist meine weiße Schokoladenseite. Und wenn du magst, hast du die Arme noch dazu genommen. Viel Spaß beim Schwitzen, beim Üben, beim Probieren und wir sehen uns im nächsten Workout.